Es war mal wieder tiefe Nacht, als Angela Merkel den EU-Gipfel verließ. Im Gepäck noch die gleichen Probleme wie bei Ankunft. Europa kommt nur schwer voran in der Flüchtlingskrise. Die Staats- und Regierungschefs konzentrieren sich nun darauf, die Flüchtlingsströme zu drosseln. Die Registrierungsstellen wie hier auf Lesbos sollen größer, schneller, effizienter werden, die EU-Außengrenze besser gesichert. Wir brauchen Steuerung, wir brauchen Ordnung, wir brauchen Planbarkeit. Und das bedeutet auch Lastenteilung und es bedeutet vor allen Dingen, dass man den Schleppern nicht mehr die Hoheit über irgendwelche Hoheitsgewässer überlässt. Ordnung, Steuerung, Sicherung. Europas Staats- und Regierungschefs vollziehen einen Ton- und Politikwechsel. Doch was bleibt, ist der große Streit um die Verteilung der Flüchtlinge. Ich bin der Auffassung, dass wir diesen permanenten Verteilungsschlüssel brauchen, weil diese Flüchtlingskrise wird ja nicht in der Weihnachtszeit zum Ende kommen. Am konkretesten wird der Gipfel noch in der Zusammenarbeit mit der Türkei. Ein Aktionsplan sieht vor, dass die Türkei die Grenzsicherung verstärkt und mit der EU zusammenarbeitet. Sie soll außerdem die Zustände in den Flüchtlingslagern verbessern. Im Gegenzug bietet die EU Visaerleichterungen an, will die Beitrittsverhandlungen beschleunigen und die Türkei eventuell zum sicheren Herkunftsland erklären. Auch einen Milliardenbetrag soll die Türkei bekommen. Es hagelt Kritik. Ich denke, mit dieser Entscheidung rehabilitiert die Europäische Union, wenn sie das jetzt macht, den Kurs der Eskalation, den Erdogan in der Türkei verfolgt hat. Am Wochenende reist Angela Merkel nach Istanbul und verhandelt dort den neuen Türkei-Kurs der EU. Ja, jetzt also Zusammenarbeit. Man braucht die Türkei, Luc Walport in Istanbul. Plötzlich ist also keine Rede mehr von den vielen Versäumnissen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Besonders konsequent zeigt sich die EU da ja nicht gerade. Wie wird es auf der Straße aufgenommen? Also zunächst einmal, da sind sich fast alle Türken einig. Klingt das nicht sehr glaubwürdig, was da aus Brüssel kommt? Und ansonsten ist die öffentliche Meinung eben entlang der parteipolitischen Linien gespalten, wie immer in der Türkei. Das heißt, die Anhänger der Regierung und von Staatspräsident Erdogan finden, dass die Europäer nicht nur verlogen sind, sondern jetzt erst, wo sie wirklich selbst den Flüchtlingsdruck spüren, bereit sind, der Türkei zu helfen, was sie 4 Jahre nicht gemacht haben. Und die Anhänger der Opposition sind entsetzt, weil die Europäer offensichtlich bereit sind, alle ethischen Standards über Bord zu werfen und mit einem Regime zusammenzuarbeiten, das sie selbst, also die Opposition hier, als äußerst undemokratisch und radikal erlebt. Und das ist eben, stößt hier auf Entsetzen bei Anhängern der Opposition. Die Liste der Zugeständnisse an die Türkei ist ja sehr lang und das kurz vor den Wahlen dort. Wird Erdogan jetzt damit zum großen Gewinner der Flüchtlingskrise? Also er ist jedenfalls nicht der Verlierer, das steht fest. Er wird das sicherlich in bare Münze umsetzen, jetzt bei der anstehenden Wahl. Dieser Besuch von Merkel, das Bitten der EU-Kommissare, all das wird sich auszahlen für die AKP, für die Regierungspartei. Davon geht man hier aus. Und es ist auf der anderen Seite überhaupt nicht sicher, ob dieser Aktionsplan, der da beschlossen wurde und der noch sehr vage ist, auch in der Praxis funktionieren wird. Erdogan hat bislang kein großes Interesse daran gezeigt, die Grenzen zu schützen. Und es gibt hier fast 2 Millionen Flüchtlinge, die auch nicht registriert sind und in Städten leben. Da müssten enorme finanzielle Anreize geschaffen werden, Schulen für die Kinder, Krankenhäuser zur Versorgung dieser Flüchtlinge. All das ist ja nicht da. Ob das wirklich umgesetzt werden kann und wie schnell, da stehen doch große Fragezeichen dahinter. Also wie realistisch dieser Plan, eine rasche Entsorgung der Flüchtlinge, könnte man fast sagen, aus europäischer Sicht bringt, das ist mehr als fraglich. Also das Problem wird Europa weiter beschäftigen. Danke nach Istanbul, Luc Walport.